Servus, hier ist der Peter. Ja, und heute, bei mir ist es jetzt schon späte Stunde, gibt es ein Video, das sollte erst total lustig werden. Ich dachte mir, ich hüpfe hier schon mal in mein Wiesn-Outfit rein, Meintel, Lederhose, aber es ist halt gar nicht so lustig, sondern ein bisschen ernst. Das Einzige, was cool ist, ist, dass Meintel Gott sei Dank Hirschleder nimmt und es keine Tesla-Hose ist, die aus Plastik ist. Wahnsinnig lustig. Es geht um die Zukunft von BMW. Ich will da gar nicht reinreden, auch nicht groß kritisieren, sondern ich sehe mich so als Verbraucher und gucke mir das so an und da gibt es halt einfach nur ein riesen Fragezeichen. Also fangen wir erstmal mit den ganz harmlosen Dingen an. Harmlose Dinge ist zum Beispiel vom neuen Sinner die Front. Mir gefällt es nicht. Ich habe schon gehört, das schaut so aus wie das Hinterteil von einem Mensch. Es gibt dann auch noch ein i77i oder so, ist noch größer, noch klobiger, hier sie Cover, mag sein. Es gibt ein 1er BMW mit 3 Zylinder und Frontantrieb, kann man machen, passt vielleicht auch zum VW Golf, aber ich weiß jetzt nicht, ob es zum BMW passt, also eher nicht. Und dann gibt es davon noch die M-Variante, wo ich euch letztes Mal einen vorgestellt habe, der schon ein paar Jahre älter ist. Und dieser, aber der aktuelle M, hat 4 Zylinder und hat so eine Art Allradantrieb. Meiner Meinung nach passt auch nicht zu BMW. Das ist die Richtung. Aber das sind jetzt die kleinen Dinge. Jetzt kommt, finde ich, der Knüller. Der Knüller ist, BMW, habe ich gelesen und auch gehört, möchte jetzt das Businessmodell von Tesla übernehmen. Das Businessmodell von Tesla ist, dass die Autos die Fabrik nahezu mit Vollausstattung verlassen. Und dann kann der Kunde an seiner App monatlich alle möglichen Features freischalten. Mach mal Beispiel, Sitzheizung, Lenkradheizung. Gehen wir mal so ein bisschen auf die einzelnen Dinge ein, die man freischalten kann. Ich zeige euch auch mal, wie diese App so ausschaut, also welche Features das hat. Kunde kann man jetzt fast nicht richtig sagen, eher so Leasing, Mietkunde. Der kann also nachträglich hergehen, hat sich jetzt diesen BMW geleast, hat die App und sagt, hoho, es ist Winter und auf meine Leder- oder Plastiksitze ist es kalt. Haha, da kaufe ich mir jetzt oder miete ich mir jetzt monatlich bei meinem Auto die Sitzheizung für 17 Euro. Kann aber hergehen und kann sagen, hoho, meine Fingerchen sind auch kalt und meine Handschuhe habe ich vergessen. Na, ich hätte jetzt gerne noch die Lenkradheizung, 10 Euro im Monat. Dann habe ich noch gelesen von einer Real Traffic. Das ist praktisch so, ja, wo Stau ist, wie viel Verkehr ist und so. Übrigens, das Ganze ist mir heute im Stau eingefallen auf der Autobahn. Ja, wenn ich jetzt diese App gehabt hätte für 69 Euro, dann hätte ich mir gesagt, hier ist Stau. Aber es war Stau auf der Autobahn, wo du, ja, du kannst theoretisch schon runterfahren, aber du kommst nicht in die Richtung, wo du hin magst. Also man kann jetzt nicht jeden Stau umfahren. Aber für 69 Euro bist du dabei. Oder du schaust zur Windschutzscheibe raus oder du hast dein Handy, heißt ja jetzt halt Smartphone, vielleicht mit der Google App, wo es kostenlos ist. Dann kannst du noch Map Update kaufen für 89 Euro. Da bin ich mir aber echt nicht sicher, ob das auch monatlich ist, ob man es jeden Monat zahlen soll oder ob das einmalig ist für ein Update. Andererseits für die Sparfüchse, Handy, also Smartphone, Google, geht's weiter. Iconic Sounds Sport. Ich schätze mal schwer, dass das halt so Motor-Auspuffgeräusche sind, elektronisch nachgemacht, ikonisch für 150 Euro im Monat, Fragezeichen. Es wird immer krasser. Dann, ich erinnere mich an den M2, den schwarzen, der hatte Fernlichtassistent, das heißt, du machst immer Fernlicht an und wo du was entgegenkommt, ist wie so ein kleiner Löffel. Oder ja, vielleicht ist es jetzt digital im LED drin, dass eben der nicht geblendet wird oder weitgehend nicht geblendet wird. Bist du mit 10 Euro im Monat dabei. Und, das hat man jetzt im M2 nicht, ein Drive-Abstand-Assistent. Habe ich aber im alten 400er Mercedes S-Klasse, der hat so ein Radar, für nur 37 Euro pro Monat. Dann gibt es noch Service All-Inkle und das geht ab dem 3er BMW
Baujahr 2021 und da habe ich gelesen 404,60 €. Ich weiß nicht, ob das im Monat ist. Kannst du jeden Monat einen Öl wechseln mit Ölfilter? Alles war. Ich habe keine Ahnung, warum das so teuer ist. Jetzt steht in der Presse, ach, was ist in Presse? Ich kann es euch gleich sagen. Das war in der Computerwoche, kann man nachlesen. Ich glaube, ich mache unten mal den Link rein, dann brauchst du eine Computerwoche googeln. Dass dann der BMW-Konzern sich von Blechbieger zur Software-Schmiede wandelt. Ja, ist klar. Und er hätte halt eine viel einfache Produktion, weil man jetzt nicht überlegen muss, aha, in dieses Fahrzeug kommt der Sitzheizung rein, ins andere kommt, sondern in alle Fahrzeuge kommt alles rein. Und der Händler, also der Händler, der Autohersteller, bekommt auch noch Cash. Und Cash über Jahre hinweg und Cash regelmäßig. Ja, ganz tolle Geschichte. Gell? Da sage ich euch noch ein Beispiel. Wer weiß, weiß ja, dass ich früher mal Fotograf war. Nicht ganz unerfolgreich. Und ich hatte Adobe Photoshop. Das konnte man kaufen. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Hat es, glaube ich, 2.500 irgendwas gekostet. Und wenn du Lehrer warst, also ich war ja an verschiedenen Schulen Dozent, auch an VHS in München und sowas, dann hast du so ein Teacher-Dinger bekommen und da hat es, glaube ich, nur noch 1.000 herum gekostet. Heute kannst du es nicht mehr kaufen, heute kannst du dein Photoshop mieten. Ich übrigens habe hier noch ein paar Rechner, wo mein bezahlter Photoshop drauf ist. Da werde ich tunlichst kein Update machen, weil wenn ich ein Update mache, dann funktioniert mein Photoshop nicht mehr. Also muss ich das wieder zurückdaten, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt habe ich praktisch Rechner, mit denen ich ins Internet gehen kann. Und den Rechner, mit dem ich meine Bildbearbeitung mache. Der Rechner ist halt für Bildbearbeitung und Schnitt und sowas. Und der ist halt fürs Rumsurfen. Ja, Rechner sammeln sich halt im Laufe der Zeit an. Also sind alles Apple-Dinger. Aber wenn ich es jetzt mieten würde, weil viele sagen, ja, miet's doch einfach. Einfach. Dann zahle ich 24 € pro Monat. Wenn wir jetzt mal Corona und noch ein paar Monate ins Vorfeld gehen würden, dann wären wir jetzt bei 864 €. Aber es hört noch nicht auf. Du zahlst es ja noch in die Zukunft allerweil weiter. Ich bin froh, dass ich meine Kaufvariante habe. Wenn du jetzt aber nicht nur den blanken Photoshop nimmst, sondern nimmst die komplette, alle Kreativapplikationen, dann kostet das Ganze 62 € im Monat. Ah, wie schöne kleine Häppchen. Und da wären wir jetzt in diesem Zeitraum schon bei über 2.230 €. Und ihr gehört immer noch nichts. Und was ich damit sagen möchte ist, ich weiß gar nicht, wer sowas macht. Ich bin's nicht und am liebsten würde ich da wieder einen Workshop anbieten, wo es einfach um das Thema geht, Geld, Vermögen und Freiheit. Ob denn Geld eigentlich nur das Instrument ist, um sich irgendwelche Vergnügungen oder irgendwelche Mietgeschichten zu kaufen oder wie man sich halt echtes Vermögen aufbaut, indem man unabhängig wird, auf einmal unabhängig, wenn es mal ein bisschen brisanter wird, wenn mal die Kosten steigen etc. Weil es gibt ja viele Leute, die gehen arbeiten, also ich finde es toll, wenn jemand arbeiten geht. Deshalb können wir eigentlich auch mal ein Video machen über die verschiedenen Jobs. Gute Jobs, schlechte Jobs. Es ist an keinen Vorwurf, aber einfach mal so ein bisschen nachdenken. Weil wenn jetzt einer zum Beispiel 3.000 € verdient und steckt davon über 1.000 in die Miete rein, hat vielleicht nochmal 800 ins Leasing rein, nochmal 600 für irgendwelche Nebenkosten und den Rest verfeiert er. Ich will jetzt sagen, wie. Oder wenn er es nicht verfeiert, tut das halt in irgendwelche Fashion-Dinger rein, dann hätte er eigentlich gleich direkt daheim bleiben können, weil es bleibt ihm am Monatsende nichts. Die ganze Party war für umsonst. Naja, sei es drum. Was mich jetzt aber bei dieser BMW-Geschichte wirklich nervt, ist, man redet, es ist für BMW cool, dies, das, die Leute können noch später, also es hat ja alles nur Vorteile. Aber es wird, finde ich, richtig auf die Umwelt geschissen. Ich bin heute im Stau gestanden, habe Radio gehört, dann stand, dass Rohstoffe knapp werden. Alter Daus, welche Neuigkeiten? Rohstoffe werden knapp. Da gibt es eine Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die hat es festgestellt, dass Rohstoffe, die sollten sich vielleicht mal direkt mit BMW zusammensetzen. Ja? Wenn hier Rohstoffe knapp wird. Mir kommt es manchmal so vor, als wären Rohstoffe gar nicht knapp, weil es einfach egal ist. Autos voll machen. Und jetzt, am Ende, wo es gerade schon so lustig ist, habe ich hier noch einen richtig schönen Gratistipp für BMW. Vielleicht guckt ihr da einer zu. Ich würde in jedes Auto, was ihr produziert, jedes, egal wie klein und groß, würde ich einen 12-Zylinder-Motor reinmachen mit 6 Liter Hubraum. Und die Leute können dann an ihre App freischalten. Wollen sie einen 3-Zylinder haben nur? Wollen sie einen 6-Zylinder haben? Darf es ein 8-Zylinder sein? Oder gleich richtig der V12 mit 6 Liter? Kannst du es schön an deiner App machen. Übrigens technisch überhaupt gar kein Problem. Gab schon vor 20 Jahren bei Mercedes eine Zast, eine Zylinderabschaltung. Kann man alles machen. Dann kommt der Tipp Nummer 2, dass es richtig cool wird, würde ich nochmal in jedes Auto eine 700 Kilo Batterie reintun, dann kann er mit seiner App raussuchen, ob er Hybrid fahren möchte oder ob er vielleicht ganz elektrisch fährt. Einfach mal alles so reinpacken, weil Rohstoffe spielen ja hier überhaupt gar keine Geige.
Und wenn wir schon dabei sind und über solche Themen reden, höre ich immer, ja, wir brauchen die Mobilitätswende. Jetzt sage ich euch mal, was ich bei der Mobilitätswende die letzten Jahre so mitbekommen habe. Früher, wenn man wohin wollte, ist man zu Fuß hingegangen. Ob ich jetzt in Amerika 8 Blocks weit mir irgendwas angeschaut habe und die Amerikaner dachten, bin ich wahnsinnig, dass ich da hingehe, dann sage ich, du, ich bin hier im Urlaub da, ich will ja ein bisschen was sehen. Ich will nicht im Stau stehen, ich gehe, schau, hier, da, gehe mal in das Geschäft, ist doch schön. 8 Blocks gehen, ist ja völlig unmöglich. Mein Großvater, der lebt nicht mehr, aber der hat auf dem Berg gewohnt, also so ein Hügel, da wo wir Skifahren, und der ist immer fast täglich, wo er dann in Rente war, ist einkaufen gegangen, unten in der Stadt, waren auch ein paar Kilometer. Ja, ist doch normal. Und was ist heute? Heute geht man überhaupt nicht mehr. Heute fährt man E-Scooter. Ganz München ist voll mit den E-Scooter. Und wenn du es nicht richtig siehst, dann brauchst du bloß abends schauen, wenn die ganz besoffen drauf rumstehen. Zu zweit, zu dritt. Ich habe letztes Mal sogar zu viert gesehen, da rumjohlen. Geile Mobilitätswende. Es kommt richtig an. Dann ist man früher Fahrrad gefahren, wenn man wohin wollte. Heute sitzen es fast alle auf die E-Bikes drauf und lassen sich durch die Gegend kullern. Und dann gibt es noch die Autos mit Strom. Ich habe echt nichts dagegen. Weil, ach, wie schön ist es, da kommt ja hinten nichts raus. Aber was mich so ein bisschen wurmt ist, dass das wenigste von dem Strom, der dann da in das Auto reinkommt, von Wind, Wasser und Sonne ist, sondern es wird Atom, aber nur noch bis Ende des Jahres, mal schauen, wo die Reise hingeht, es wird Kohle verfeuert, es wird Öl verfeuert, also man verfeuert Öl an einem weit entlegenen Ort, verbrennt es, um das dann in Strom umzuwandeln, um den Strom durch die Leitung zu schicken, der wird vielleicht nicht mehr durch dieses Leitungsgeschicke, um dann irgendwann mal in ein Auto, in eine Batterie rein, die sich auch schön entlädt im Winter noch mehr, um dann da irgendwann das abrufen zu können. Da verbrennt man da hinten das Öl, damit hier, hey, ist ja total geniale Erfindung. Und zusätzlich tut man momentan, ich habe es echt nicht geglaubt, aber war auch eine Talkshow beim Lanz, wo dieser, weiß ich, Olaf Palm oder was, da aus Tübingen, die verfeuern jetzt tatsächlich auch noch Gas, das man jetzt im Winter dringend bräuchte, weil das Gas, obwohl teuer, immer noch günstiger momentan ist, wie das Öl, verfeuern die Gas, um Strom zu gewinnen, dass du mit deinem E-Scooter rumfahren kannst, wo du laufen könntest, dass du mit dem E-Bike rumfährst und dass du mit den E-Autos in der Gegend rumkullert. Geile Mobilitätswende, geil. Es geht voll in die richtige Richtung. Ach, übrigens, zur Stromgewinnung tut man noch Müll verbrennen und Plastik verfeuern. Und beim Plastik heißt es immer, ne, brauchst du bloß mal irgendwo reingehen, in den Supermarkt, kaufst du Wurst, dann ist jetzt mittlerweile schon jedes Wurstblättchen, Rädchen zwischen eine Plastikscheibe gelegt, ja, als wäre es völlig egal, aber es ist ja alles 95% recycelbar. Recycelbar heißt aber nicht, dass da überhaupt irgendwas recycelt wird, sondern es wird ja oft immer thermisch recycelt, sprich einfach verbrannt, anzünden. Und jetzt, wo wir schon so lustig beieinander sind, und wisst ihr, was auch noch ist? Mobilitätswende. Am besten ist, du fliegst noch mit Strom in den Weltraum hoch, um dann von oben mal ein Instagram-Foto zu machen, ist ja auch ganz wichtig. Ne? Spaß beiseite, mit Strom geht es ja nicht, sondern dann nimmt man eine richtige Rakete mit richtig Verbrenner. Genauso auch, wenn man hier mit den Flugzeugen irgendwo hinfliegt, um seine blöden Fotos von irgendwelchen Festivals zu machen. Das ist diese Mobilitätswende. Aber jetzt habe ich noch eins, und zwar, wenn es so weitergeht, dann muss ich echt anfangen, Erfinder zu werden und erfinde irgendwelche ganz coole Sachen. Sowas wie zum Beispiel eine Zeitung oder ein Magazin aus Plastik. Dann kannst du damit in deinen Pool gehen oder in der Badewanne lesen. Es kann nichts passieren. Und du brauchst überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, weil es ist ja 95% recycelbar. Oder, was mir auch noch spontan eingefallen ist, eine richtig coole Idee, eine Kerze nicht aus Wachs, sondern einfach aus Plastik zu erfinden. Weil die ist ja eher aus recyceltem Plastik. Und die kann ja thermisch recycelt werden. Und wenn, das ist ja Outdoor-Kerze, jetzt nicht für die Wohnung, nicht nur weil die Decke verrußt und du dann irgendwann tot umfallen tust, aber für den Garten kannst du schön die Plastikkerze anzünden und du kannst gleich direkt zuschauen, bei der thermischen, wie es thermisch recycelt wird, ohne dass du überhaupt das dann nochmal nach Afrika machen kannst, direkt vor Ort machen. Lauter so coole Ideen hätte ich dann, die so richtig schön in das ganze Umweltkonzept reinpasst. Also, ich reg mich heute nicht auf, ich bin für heute raus, nimm noch vorher einen kleinen Schluck Kaffee. Und morgen, wenn alles gut geht, teste ich einen Jaguar XJ, und zwar den von der X300er Serie. Das ist der 96er Baujahr und vielleicht gibt es dann on top auch noch einen Vergleich. Auf diesen Jaguar freue ich mich so richtig. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ich bin voll raus, wir sehen uns bald wieder. Ich sage bye bye, tschüssi Kotzki, bis bald aufs Leben.